Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval 2 Total War mit der Stainless Steel Mod. Und wir spielen für Gott, König und das Heilige Land mit dem Königreich Jerusalem. Und das Königreich gedeiht unter dem Herrscher König Balduin der Gnadenlose. Die Wirtschaft wird immer weiter ausgebaut. Unsere Schatzkammer wird immer weiter gefüllt. Durch den Kreuzzug und den reduzierten Armeeunterhalt haben wir jede Menge Gulden eingenommen. Wir haben aus dem Süden zwei Kreuzfahrerheere, die Richtung Norden ziehen. Die beiden Kreuzfahrerheere werden wir hier in dem Bereich einsetzen, um unter anderem, wenn möglich, diesen beiden Seldschuken-Städte einzunehmen. Im Osten haben wir die Burg Qaymishli eingenommen und wir belagern immer noch Mossul und Bagdad. Und diese beiden Städte bzw. die Burg müssen wir in dieser Runde noch einnehmen. Und wir werden damit beginnen, indem wir Mossul angreifen. Hier werden wir aber erst Verstärkung ranschicken. Wir bringen noch die Turkopolen ran. Und wir werden auch noch weitere Infanterie ranschicken. Weil ich sicher gehen will, dass wir auch Mossul erobern. Bringen wir die Infanterie ran. Wie ihr wünscht. Der Kreuzzug wird wahrscheinlich sowieso beendet in der nächsten Runde, wenn wir Bagdad erobern sollten. Und daher ist es nicht so wichtig, dass wir diese Kreuzfahrereinheiten von ihrem General getrennt haben. Machen uns zum Angriff bereit. Und jetzt können wir mit dem General Evra angreifen. Der hat zwei Sterne. Auf in den Kampf! Und in Mossul selbst haben wir den Drei-Sterne-General, der auch ziemlich gut ist. Er ist ein biologischer Sohn des Sultans, mutig und eifrig. Und er hat vier Speermilizen unter Befehl, vier türkische Speerwerfer, die Sifai-Lanzenreiter, die auch ziemlich gut sind. Das ist eine schwere Kavallerie. Und da hat er noch die Fares, die Plänkler, die auch ziemlich gut sind. Das sind erfahrene Plänkler. Und dann müssen wir aufpassen. Das Armee-Stärke-Verhältnis ist bei 1:1. Wir greifen an. Bereit machen zur Schlacht. Saint-Denis, steh uns bei. Steh uns bei. Wetter ist nicht so gut. Wir warten noch ein bisschen. Nebel wollen wir nicht haben. Das Wetter ist auch nicht gerade besser, aber wir müssen es nehmen. Regnerisches Wetter. Wir werden unsere Truppen ranbringen. Direkt ans Tor. Wir müssen eigentlich nicht alle Leitern einsetzen. Wir bringen dich hier ran. Dich hier. Die Türme müssen wir nicht einsetzen. Dann gehst du hier hin. Weil setzen wir hier auf die Mauer. Dann haben wir noch drei Leitern. Die werden wir hier einsetzen. Und zwar dich bringen wir zurück. Und wir bringen unseren Bogenschützen und den Armbrustschützen dorthin. Die werden wir von hinten ransetzen. Machen wir gleich. Dann haben wir die restliche Infanterie. Der General und die Kavallerie. Mhm. Hier haben wir noch die Zwangsbogenschützen. Die setzen wir auf der rechten Seite an. Dann gehen wir auch schon hin. Du gehst auf die Leitern. Werden die hier ansetzen. Okay. Los geht's. Wir sind sogar hier auf der Mauer, wie es aussieht. Geht erstmal vor. Okay.
Vorwärts. Vielleicht verwirrt ihn diese Zwei-Seiten-Taktik. Oh yeah, hier hat er jede Menge auf der Mauer. Plänkler und Speerträger, das wird nichts bringen. Du gehst zurück. Ja, da auch zwei Einheiten auf einer Mauer. Hier hat der Plänkler. Zweimal Plänkler. Mauern haben Tapferkeit und Waffengewalt nichts entgegen. Er hat sich hier zurückgezogen. Hier hoch. Bis hier hin. Wo ist der General? Der ist hier am Tor. Will er das Tor verteidigen? Nee, er zieht sich zurück. Mauern haben Tapferkeit und Waffengewalt nichts entgegenzusetzen. Er zieht sich zurück. Er wird sich wahrscheinlich hier zurückziehen, um dort mit allen Kräften zu verteidigen. Am anderen Tor zieht er sich auch zurück. Könnt ihr hier rangehen? Wir werden nämlich mit den Bogenschützen und den Armbrustschützenmilizen versuchen, haben die Tore mit dem Rambock erreicht. Hier auf die Mauer zu kommen. Da können wir hier direkt auf die Reiter schießen. Unsere Männer haben die Mauern mit ihren Leitern erreicht. Wir haben schon 2% verloren durch den Ansturm auf die Mauer. Leitern sind jetzt in Position. Mauern haben Tapferkeit und Waffengewalt nichts entgegen. Da ist der Hauptmann. Grâce à Dieu, wir haben die feindlichen Mauern eingenommen. Hier reingehen. Kannst ablegen. Gehst ebenfalls rein. Du gehst runter. Wir könnten wir dort unterstützen. Du gehst hier hin. Hier haben wir noch Speerträger und Plänkler. Die sind hier auf der Mauer. Du gehst hoch, du auch, du gehst hier hin, du ebenso. Ne, nicht du, du bewegst dich hier hin, wir müssen die Leute hier noch wegbekommen. Hier geht runter. Nein, nein, nein.
müssen erstmal alle unsere Truppen sammeln, um dann konzentriert anzugreifen. Problem ist die schwere Kavallerie, als auch der General, der uns einiges verpassen kann. Er wird uns mit Sicherheit 2 oder 3 Einheiten kosten. Allein der General. Hier geht vor. Nehmen wir die Plänkler. Er kommt weiter ran. Vielleicht geht der Plan auf. Hier geht hier vor. Hier greift an. Der General zieht nach. Du musst auch rangehen. Hier müssen wir aufpassen, nicht dass er mit Truppen hochgeht und unsere Bogenschützen abschneidet. Du gehst hier hin. Du hier hin. Du hier hin. Du gehst auf den General. Du gehst hier drauf. Du gehst hier drauf. Schnelle Bewegung. Okay, jetzt alle drauf. Ihr geht hinten rum. Ja, da kommen sie hoch. Müssen wir aushalten. Nimmt den General raus. Und hier fliehen unsere Einheiten. Betet, dass sich der Verlauf der Schlacht ändert, denn die Niederlage scheint fast sicher. Zu viele Einheiten fliehen. Ein Masseneffekt. Wir haben hier noch einige Einheiten in der Rückhand. Wir werden nicht aufgeben. Schon Wahnsinn, was der uns für Verlust kriegen kann mit diesen Truppen.
General muss weg. Der General muss weg. Neu aufstellen. Er bleibt hier. Betet, dass sich der Verlauf der Schlacht ändert, denn die Niederlage scheint fast sicher. ...33% verloren, der Feind 44%. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Wir müssen den feindlichen General aus dem Spiel nehmen. Nur noch die Hälfte unserer Streitmacht. Wie viel hat der feindliche General? Der hat noch 4 Leute. Unseren General dürfen wir nicht verlieren, sonst ist die Sache beendet. Die geht vor. Das ist keine ruhmreiche Schlacht, sondern einfach nur aus Effizienz heraus. Wir müssen sie gewinnen, um Mosolein zu nehmen. ...43% zu 52%. Wir haben jedoch Reserven in der Rückhand, er nicht. Er geht auf unseren General mit den Speerwerfern, oder? Verdammt nochmal. Der Feind ist schwer getroffen. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Massenflucht. Unsere Männer haben den sarazenischen Jawohl. General erschlagen. Jetzt müssen wir seine Männer zurück in die Wüste treiben. Das war gut. Aber unsere Einheiten fliehen, das ist nicht gut. Hol die Einheiten zurück. Die Plänkler. Jetzt geht es nur noch darum, die Schlacht zu gewinnen. Wird bestimmt kein schöner Sieg sein. Des allmächtigen Gottes oder eines militärischen Genies kann uns mit diesem Debakel noch zum Sieg führen. Wie viele Speere hatten der noch? Weg, weg, weg. Gibt's doch nicht, dass er uns mit diesen Speerwerfern so dezimiert. Vor allem unseren General so dezimiert. Im Moment scheint sich das Blatt für diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Okay. Geht rauf. Nimm ihn raus. Nimm die Plänkler raus.
54 zu 93%. Was für Verluste, Wahnsinn, Wahnsinn. Wo haben wir noch eine Einheit? Du gehst hier drauf. Wahnsinn. Die fliegen immer noch. Unsere Männer haben die Kontrolle über die Burg erlangt. Dies ist ein Akte magnifique, wie ihn nur Männer von großer Tugend und Tapferkeit erringen. Was für eine Schlacht. 1815 Verluste. Mein Gott. Die Millis haben 4 Erfahrung gewonnen. Wahnsinn, was für Verluste wir erlitten haben. Aber wir haben die Burg erobert, das war das Ziel. Aber unter den Verlusten, das hätte ich nicht gedacht, dass es so schwer sein wird. Gott sei Dank haben wir noch die Verstärkung rangeführt. Das wäre nochmal knapp geworden. Der Tod durch meine Hand war ihr Schicksal. Wir werden die Burg ausrauben. Gehört nun euch, mon roi. Grausamer Ritter, der Evra. 2 Grausamkeit und 1 Kommando. Und hat zusätzlich auch nochmal ein Kommando gewonnen. Also ist er jetzt einer der Erfahrenen. Ja, er ist ein guter Mann. Senor. Wenn wir noch eine Einheit reinbringen, dich werden wir auflösen. Dich brauchen wir nicht mehr. Befehle. Wir werden ein paar Einheiten ja. zusammenführen. Ja. Um Platz zu schaffen. Mon roi. Mon roi. Ja. Du kannst Eure weg, Majestät. Du gehst rein. Mein König. Können wir hier noch ein bisschen zusammenführen. Dann können wir dich auch noch reinbringen. Ne, 2 müssen wir noch zusammenführen. Mhm. Dann werden wir dich auflösen. Und wir füllen die Burg auf. Fortbilden könnten wir. Was machen wir? Wir bauen wie gewöhnlich erstmal zum Beten hier eine kleine Kapelle. Und dann haben wir Mosul genommen. Das war gut. Müssen wir schauen, wo diese beiden Seldschuken-Armeen hinziehen. In Diyarbakir sind wir gut verteidigt. Hier werden wir jeden Ansturm abwehren können. Das denke ich. Wir haben auch gute Infanterie hier. In Mosul sieht es ein bisschen anders aus. Mal gucken, vielleicht zieht er auch Richtung Jerewan, weil hier eine Reitmacht der Kipchaken aufgetaucht ist. Er sollte lieber seine jetzigen Besitzungen verteidigen, als statt Mosul zurückzuerobern. Hoffe ich doch. Und jetzt müssten wir nur noch Bagdad erobern, um den Kreuzzug abzuschließen. Aber da die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist und die Schlacht um Mosul doch ein bisschen länger gedauert hat, als ich dachte, werden wir die Schlacht um Bagdad in der nächsten Folge austragen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir wieder für Gott, König und das Heilige Land kämpfen. Bis dahin, euer Medeberg.